Hallöchen, liebe Freunde, live von der schönsten Insel der Welt, Peru Place. Ich bin der Peru. Hallo und herzlich willkommen. Wir testen heute mal was Neues an, einen Titel, der erst im kommenden Jahr released wird. Und zwar Permafrost von Space Rocket Games. Publisher ist hier Toplitz, das ist ein deutsch-österreichischer Publisher, der nach eigenen Angaben Spiele mit Herz produziert. Was ist Permafrost? Es ist, muss ich leider sagen, wieder einmal ein Survival-Game. Ich bin mittlerweile so ein bisschen zwiespältig gegenüber Survival-Games. Ich finde es, seid mir nicht böse, es ist nicht ein bisschen ausgelutscht. Es ist immer ein abweichendes Setting, aber das Spielprinzip bleibt eigentlich immer gleich. Deshalb sind meine Erwartungen noch nicht so hoch. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich werde jetzt mal die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Ne, dann kann auch nicht so viel passieren. wir werden uns das Ganze natürlich mal anschauen und ich werde das, soweit es geht, fair bewerten. Und ich hoffe, das Steam Deck macht das mit. Wir testen das Ganze auf dem Steam Deck. Und ich hoffe, das funktioniert einigermaßen. Ich habe die Leistung schon so ein bisschen runtergenommen. Jetzt, wenn ich hier den Schnee sehe, ja, das sieht schon so ein bisschen ruckelig aus. Wir müssen mal schauen. Was mir gleich im ersten Moment aufgefallen ist, ist, dass es hier scheinbar überhaupt gar keine oder wenn überhaupt nur partielle Game-Controller, also Gamepad-Unterstützung gibt, scheint hier vorerst jedenfalls ausschließlich auf Tastatur ausgelegt zu sein. Das heißt, ich musste ganz kurzfristig nochmal die Tastatur anschnöpseln. Ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie das so läuft. Gut, dann gehen wir mal in den Einzelspieler. Eine neue Geschichte. So, es sind nur die ersten 15 Minuten des Spiels, die hier freigegeben sind in der Demo. Deshalb, es wird auch nicht allzu lang. Aber wir lassen uns mal überraschen, was da kommt. Also die Grundgeschichte scheint zu sein, dass der Mond zersplittert ist und die Erde in eine Eiszeit, in einen sogenannten Permafrost gestürzt hat. Und ja, wir bewegen uns in dieser Welt und sollen in dieser Welt überleben. Ja, schauen wir mal, was das wird. Ne? Hier haben wir auf jeden Fall schon mal eine Charaktererstellung, was ganz sympathisch ist. Der gute alte Peru natürlich hier auf Reisen. Ich habe gerade so ein bisschen... Was? Ja, dann machen wir Peru Plays. So. So. Zack. So, ich habe gerade so ein bisschen Fallout-Vibes, wollte ich gerade sagen. Hier mit Rexy an der Seite. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Geht es euch auch so? So auf den ersten Blick? Moment. nichts gegen Hunde. Ne? Hunde gehen immer. Hunde sind cool. So, jetzt haben wir Körpertypen. Ich sehe da jetzt aber ehrlich gesagt nicht so einen großen Unterschied hier. Ha. Hautfarbe, Primärfarbe, weiß. Ich sehe da jetzt nicht so den großen Unterschied. Fell? Hä? Ach so, es gibt einen helleren und einen dunkleren Rexy. Ich nehme mal den dunkleren, damit man neben dem Schnee aussieht. Ja, okay. Wir wollen diesen Charakter spielen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ab geht's. Übrigens nicht vergessen, wenn euch das Ganze hier gefällt, gerne ein Like, Follow da lassen, Glocke läuten, Kommentar da lassen, freut mich auch immer. Triggert ein bisschen den Algorithmus. Dankeschön dafür. Okay, das sieht nicht gesund aus. Ich hoffe, ich komme jetzt mit dieser Tastatursteuerung klar. Permafrost. Also ich habe auch überhaupt keine Informationen, ob dieses Spiel für Konsolen erscheinen wird. Scheinbar ist es bis jetzt nur für PC vorgesehen, aber wir lassen uns da mal überraschen. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass man hier Gamepad-Steuerungen komplett ignoriert hat. Okay. Okay, wir haben das jetzt hier auf einer Darstellung von 1280x720. Also selbst dafür ist das ziemlich sehr verwaschen hier von der Grafik. Wir haben eine Taschenlampe, Baumodus, Ducken, Kreismenü.
So, jetzt lass uns mal ganz kurz gucken. Ist diese Kiste hier was zum Looten? Ja. Man kann das kaum lesen. Ich hoffe, er hat jetzt wirklich auch alles genommen. So, können wir mit dem Kollegen hier was anfangen? Können wir mit dem sprechen? Ja. Ah, das ist unsere Retterin. Okay, was? Nimm das, ist nicht viel, aber wird dich am Leben erhalten. Fragen, ob sie Hilfe braucht, Nebenquests, das lassen wir erstmal. Stellen wir mal ein paar Fragen. Wir wollen es ja erstmal nur austesten hier. Da öffnen wir jetzt keine großen Nebenmissionen. Geht eh nur eine Viertelstunde, ich glaube gar nicht, dass die funktionieren wird. Ja, wir fragen mal, was mit ihr los ist. Okay. Versuche mehr über sie zu erfahren. Das machen wir mal. Die Zeit nehmen wir uns. Wenn das schon nur eine Viertelstunde ist, dann ziehen wir da raus, was geht. Ja, die ist sehr kurz angebunden, sage ich mal, von den Kommentaren. So, ja, ich denke mal, eine abschließende Frage reicht und dann machen wir uns auf die Socken. Jetzt wollen wir natürlich wissen, warum sie uns so selbstlos geholfen hat. Wenn es selbstlos war. Mondkult. Okay. Zurück. Dann gehen wir mal. Dankeschön. Mit besten Grüßen und Wünschen machen wir uns dann auf den Weg. Aber diese Unschärfe macht mich tatsächlich fertig. Also ich hoffe, in der höheren Auflösung ist das deutlich besser, aber selbst bei 1280 mal 720 ist das. Gut, ich mach sowieso Abstriche, ne? Wegen Steam Deck und so, ne? Wegen Auflösung, wir sind da ein bisschen eingeschränkt und so, alles klar, ne? Aber selbst dafür ist das mau. So, da ist die Jägerlichtung. Und da ist der Turm, da müsste diese Robin drauf sein. Jetzt gucken wir erstmal hier. Hundstage. Sind das? Ja. Da können wir noch was mitnehmen. Ich glaube kaum, dass wir uns hier überladen können in der Viertelstunde, die wir jetzt hier haben im Spiel. Militärkiste. Eine Axt. Oh, Speer. So, es ist immer gut. Stoff. Steinspitzhacke. Steinklinke. Steinaxt. Okay. Hier, war hier noch ein Gebäude nebenan? Ja. Ja, das wirkt von der Steuerung ein bisschen ruckelig. Sorry, Freunde. Ich muss hier ein bisschen umdenken mit dieser Maussteuerung und Tastatursteuerung, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Wir haben einmal hier die Map. Hier haben wir einen Ratgeber. Oh, hier haben wir ja sozusagen ein Lexikon über die Leute, Personen und Orte, die wir antreffen, scheinbar. Hier haben wir die Quests. Ach so, wir haben hier gerade mit Hundstage eine Nebenquest aufgemacht. Okay. Fertigkeiten natürlich. Selbstverständlich. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob wir vielleicht an den Einstellungen noch so ein bisschen was schrauben können.
von der Grafikqualität. Also hier könnt ihr es auch gerade mal sehen. Wir haben es, wie gesagt, auf 1280 mal 720. Hier haben wir eine Screen Percentage. Warte mal. Macht es das besser? Auf jeden Fall buggier. Das sollten wir wieder runternehmen. Hier hinten links sehen wir übrigens den zerborstenen Mond. Das ist, muss ich zugeben, ein sehr cooles Bild. Aber wir müssen jetzt nochmal hier leider in die Einstellung nochmal rein. Es hilft nichts. Ihr seht schon, selbst die Maus ist hier am Wackeln. Das geht gar nicht. Wir müssen jetzt hier mal eine Alternative finden zwischen Qualität und Darstellung. Ja, also da fängt es auch schon an hier. Warte mal, probieren wir mal. Na, das ist zu. Nee, 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 nee. Das wird so nix. Also für Steam Deck würde ich sagen, kann man es jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht empfehlen. Können wir da jetzt mit? Es geht so einigermaßen, ne? Ist ein bisschen besser, aber. Da dröbbelt ganz schön hier, ne? So, eins will ich noch probieren. Kleinen Moment. So, ich hatte jetzt schon ganz bewusst auch die Bewegungsunschärfe hier rausgenommen. Anti-Aliasing. Nehmen wir mal alles hier auf Mittel. Dass wir hier ein bisschen Performance wieder rauskriegen. Ach du Scheiße, wie sieht denn das jetzt aus? Naja, wenigstens ist es ein bisschen schärfer jetzt. Okay, probieren wir es mal so. Who are you? What are you doing here? So, wir sagen ihr natürlich, dass Anna uns schickt. Logisch. You've met Anna? Then you are not a complete stranger after all. I'm Robin, by the way. I'm here on a lookout duty, sheriff's orders. Speaking of the devil, I'm picking up some transmission. This is Ethan Kane. Hope you can hear me, Robin. My team went missing. You must send someone to help me find them. I received some signals from few directions, sending you coordinates. Prepare temporary base and keep looking out for any survivors. Do not leave your post. Over. Can't handle this on my own. We lost most of our crew. But my Sheriff Ethan still doesn't know that. Just can't bring myself to tell him. I'm going to need your help with that base. In exchange, okay. I can give you a good weapon. Oh, and the sheriff gave me the last coordinates of the survivors. I'll send them to you. If you could find out anything more, that would be great. Okay. So, du und der Sheriff habt mir die letzten Koordinaten des Spiels gegeben. Ich schicke sie dir. Wenn du mehr herausfinden könntest, wäre das großartig. Frage nach Orten in der Gegend. Frage, warum Anna ihr nicht helfen kann. Mal, wir fragen erstmal nach Orten in der Gegend hier. There should be an abandoned convoy nearby. It's worth checking out, but you need to be prepared for the extreme cold. Ja, gut. Kälte ist ein Thema. Das braucht mir keiner erzählen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier, bevor wir weiterlatschen in die Bude. Ob wir da noch was für uns finden. Da haben wir einen Spind. Was haben wir da? Seil und Geld. Naja. Ich weiß ja nicht, ob Geld hier noch was gilt, aber wir nehmen es mal mit. Also, ich weiß nicht. Also momentan, jetzt mal abgesehen von den Auflösungsproblemen hier, catcht mich das jetzt noch nicht so.
muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch gleich gibt. Es ist eben halt nur eine Viertelstunde, die man spielen kann. Das ist bei einem Survival-Spiel nichts. Ne? Also der Publisher spricht hier von 30 Spielstunden, die es hier zu spielen gilt. Und klar, man will nicht zu viel spoilern, ne, und droppen, aber so ein bisschen mehr hätte es sein können. Oh, guck mal, da hinten haben wir eine Stadt. Okay. Was mich natürlich jetzt interessieren würde, wir gleich nochmal gucken, im Inventar, wie wir uns ausstatten bzw. bewaffnen können, weil ich denke mal, es wird hier auch nicht so ganz ungefährlich sein. Bauverbotszone, okay. So, also wie es aussieht, kann man hier auch eigene Basen bauen. Unsere neue Unterkunft. Was baue? Holzfundamente, baue Holzwände, bauen Holzeingang. Ha. Wie und wo? Hier jetzt, oder was? Also es scheint, als wenn wir das tatsächlich hier bauen sollen. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Jetzt schauen wir erstmal in die Map rein. Ins Inventar, wollte ich sagen. Hier haben wir die Überlebendenhose. Wir haben hier einen großen Bogen. Ah, hier haben wir Quickslots. Leider kann ich hier nicht identifizieren, auf welcher Taste jetzt hier welches liegt. Bauteil. Weil dann bräuchten wir eine ganze Menge Holz. Dazu bräuchten wir die Axt. Jetzt müsste ich noch wissen, wie man die herstellt. So, hier gibt es ein Kreismenü. So, Hundchen ist noch nicht irgendwie scheinbar da, oder? Was ist so ausgegraut? Wir gehen jetzt mal auf das Bauen-Menü. Und bauen unser erstes Fundament. Sehr schön. So, und jetzt geht's hier schon los. Für die nächste Sache fehlen uns hier schon die Materialien. Wir haben nicht genügend Holz. Mist. So, wie komme ich jetzt aus dem Baumenü wieder raus? So. Warte mal. Okay. Taschenlampe wäre jetzt nicht schlecht. Ah! Okay, es werde Licht. Wie komme ich jetzt am Holz? Das ist hier eine ziemlich undurchsichtige Sache. Müssen wir mal gucken. Okay, hier zeigt er uns an die Axt. Dann werden wir das gleich mal probieren. Das ist aber hier. Und jetzt? Ich würde jetzt eigentlich gerne loslegen. Warum hackt er nicht? Hack um dein Leben. Es ist natürlich doof, oder ich sag mal ungünstig, dass man nicht zumindest, finde ich, ein ganz kleines Tutorial für die Grundfunktion mal, ja, eingebaut hat. Also ich sehe hier nichts. Ich muss jetzt hier gerade wirklich raten, welche Taste, warte mal, wir schauen mal ganz kurz in den Einstellungen, ob wir da was finden zur Tastenbelegung. Das ist natürlich doof. Es ist noch nicht mal eine Tastaturbelegung hier abgelegt, nur die Mausintensität und ja, das Inventieren der Maus, das ist suboptimal, sage ich mal. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut.
Jetzt haben wir die Axt in der Hand und können nichts machen. Die F-Taste bringt uns hier nicht weiter. Bauen oder Modus Aktion wäre die linke Maustaste, wenn ich das hier richtig sehe. Jetzt! Gewusst wie. Also eine kurze Info wäre ja nicht schlecht gewesen vorher, ne? Ja, ich habe jetzt diese dämliche Spitzhacke hier. Die brauche ich ja gar nicht. Kann ich die durchschalten hier? Ja, was ich eben schon gesagt habe. Jetzt haben wir hier zwar die Quickslots. Wir bräuchten ja jetzt hier die Steinaxt. Kann ich die hier irgendwo... Nee. Halten. Mal sehen, ob das geklappt hat. Ja, jetzt haben wir die Steinaxt. Okay, Leute, jetzt reden wir hier. Jetzt reden wir. Et voilà. Es wäre der Holz. So, jetzt müssen wir den ganzen Band... Müssen wir es jetzt noch zerkleinern, oder? Nee, das sammeln wir einfach auf. Also so nachts im Schnee, das finde ich schon so ein bisschen spooky, ne? Das ist von der Atmosphäre schon cool. Letztendlich aber, seid mir nicht böse, ich weiß, dieses Genre hat viele Fans, ne? Ich sehe da jetzt nichts Neues, ne? Also, wir müssen mal gucken, was und ob dieses Spiel noch für Qualitäten hat. In einer Viertelstunde ist da natürlich jetzt nicht viel rauszufinden, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. So, ich würde mal sagen, wir machen drei Bäume nieder und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also sollte hier nicht eine Optimierung noch für Steam Deck stattfinden, werde ich es mir definitiv nicht holen. Das kann ich an dieser Stelle schon sagen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir jetzt generell selber auch holen würde, aber ja. Ne, ihr kennt mich, ich teste das ja gerne für euch mal aus. So, da sind wir wieder zurück auf der Jägerlichtung. Können wir hier irgendwo hoch? Ja. So. Wo ist jetzt unser Fundament? Da ist es. Okay. So, wir halten das jetzt erstmal klein, das erste Ding hier. Baummodus. Okay. Jetzt müssten wir aber die Teile hier noch irgendwie durchschalten können. Weil wir brauchen ja nicht nur Fundamente. So dieses ein oder andere Türchen oder Wand wäre ja auch nicht schlecht, ne? So gesehen. Sehr schön. Bauteil. Ah ja, okay. Jetzt haben wir Balustrade, Holzbalken, Holzboden, Holzeingang. Ja, das fehlende Licht ist natürlich so eine Sache, ne? Okay. Dafür sind wir auch gleich im Level aufgestiegen. Dankeschön dafür. Oh, wir kriegen hier schon Herzklopfen. Holzwand. Oh! Und schon sind wir tot. Und schon sind wir tot. Das ging schnell. Also man ist dann doch schlecht, recht schlecht, Mulo und kaputt. Wo ist jetzt... Wo hat er uns denn jetzt abgesetzt hier?
Ich blick gerade nicht durch. Ich blick gerade nicht durch. Ich glaube, so als erster Blick sollte uns das reichen. Also ihr seht schon, ne? Es geht ums Croften, es geht ums Bauen. Und also so viel mehr gibt es in dieser Demo auch nicht zu sehen. Ne? Also ihr könnt ein, zwei Aufträge machen, unter anderem eben halt bauen. Ich finde es persönlich von der Steuerung ein bisschen fusselig. Gut, für mich natürlich jetzt wieder. Ich spiele sowas generell eigentlich nicht über Tastatur und Maus. Das kommt noch dazu, deshalb will ich das jetzt nicht allzu sehr herabwürdigen. Die Atmosphäre ist schon sehr cool, aber ich sehe da jetzt nicht so viel Neues, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Setting, wie gesagt, ist geil. Auch hier einige Sachen optisch, wenn die Grafikeinstellungen stimmen, natürlich vorausgesetzt. Mit dem zersplitterten Mond im Hintergrund und diese Permafrost-Geschichte, alles sehr nett. Aber es ist eben halt nonstop craften, survival, bla bla bla. Ich denke mal, aber trotzdem, dem einen oder anderen wird dieses Spiel wahrscheinlich gefallen. Es ist, wie gesagt, leider nur für PC bzw. Windows erhältlich. Ihr könnt das Ganze aktuell kostenlos als Demo auf Steam downloaden. Ist eine schöne Sache, da könnt ihr das selber mal antesten. Wie gesagt, wenn ihr einen PC habt, dürfte das kein Problem sein. Auf Steam Deck ist das nur so mittelprächtig, sage ich mal. Es gibt auch keine Gamepad-Unterstützung. Ich finde, das sollte in der heutigen Zeit gang und gäbe eigentlich sein. Das ist nur meine persönliche Meinung. Aber ja, sollten sich die Kollegen mal überlegen, ob sie das noch integrieren. Das würde die Sache dann doch ein bisschen vereinfachen. Meine Meinung. Ne? Wo wir gerade bei Meinung sind, eure Meinung zu diesen kleinen Eindrücken, jetzt erstmal hier den ersten Eindrücken zu Permafrost, würde mich natürlich sehr interessieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt über die ersten Minuten von Permafrost, würde mich interessieren. Und wenn euch das Video so gefallen hat, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Glocke läuten, ihr kennt das, wie es läuft. Gut, Freunde, dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Danke fürs Zuschauen und natürlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.